Immer beginnt man mit der Situation, dass man nicht weiß, wird es jetzt was oder wird es nichts. Dem muss man sich aussetzen. Ich arbeite nicht auf Leinwand, weil ich Widerstand brauche. Ich arbeite ja durch Drucke, durch Bearbeitung der Oberfläche, die mir einen Widerstand entgegensetzen muss. Dadurch haben die Bilder aber auch ein bisschen was Objekthaftes. Ungegenständlich sind meine Bilder schon lange und seriell eigentlich auch. Nur, dass ich am Anfang gar nicht gemerkt habe, dass mich das interessiert, sondern ich habe halt ein Bild gemacht und dann habe ich das nächste Bild gemacht. Dass aber eine bestimmte Anzahl von Bildern ähnlich waren, das war genau das, was die Serie ausmacht. Und das habe ich natürlich dann später, als mir das klar wurde, stärker verfolgt, weil es ein Grundprinzip ist, was mich immer interessiert, dass eine gefundene Idee letzten Endes nie in einer Variante erschöpft ist. Mich interessiert das Aufnehmen von Eindrücken und ich bin der Meinung, dass die dann irgendwann sich einen Weg suchen, eine Bahn finden, über meine Techniken, über meine Art, mir die Wirklichkeit anzueignen, dann in Kunstwerke einzufließen. Es ist nur nicht greifbar, es ist jetzt nicht so beschreibbar. Wenn ich dann reagiere auf etwas, was ich bereits gemacht habe, dann ist genau die Frage, was wird aktualisiert aus meinem Unterbewusstsein, oder aus dem Umfeld von Entscheidungen, die ich vielleicht im Vorfeld getroffen habe. Es ist eigentlich eine Suche und das ist eigentlich das, was mich als Maler interessiert. Nicht, dass ich etwas umsetze, was ich mir ausgedacht habe, sondern dass ich im Dialog mit Materialien, mit Ideen, die ich habe, prozesshaft etwas entwickle, was es davor noch nicht gegeben hat, was aber plötzlich geboren wurde, was jetzt auf einmal da ist. Wenn einem dabei etwas widerfährt, dass man etwas entdeckt, das ist vielleicht tatsächlich wie der Wanderer in der Natur, der irgendwo lang geht, er muss sich erstmal auf diesen Weg machen, dann entdeckt er den Baum, er entdeckt den Blick in die Landschaft, er entdeckt den Geruch. Der Zufall spielt eine ziemlich große Rolle. Das ist etwas, was ich wie so eine Art Mitarbeiter betrachte, unsichtbar an meiner Seite. Ich muss natürlich bereit sein, zu sehen, was er vorhat. Also man kann den Zufall dann ein Stück weit steuern, das tue ich auch. Aber trotzdem ist das Spannendste eigentlich immer, wenn der Zufall selber noch etwas dazu gibt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ich muss natürlich am Ende auch immer entscheiden. Also ich kann mich nicht dem Zufall hingeben, sonst wäre ich ein Getriebener. Die Freiheit, die man hat, die geht niemals so weit, dass man alles machen kann, sondern man muss Freiheit immer quasi ausnutzen im Sinne von Determinanten, die gegeben sind. So, jetzt ist es soweit. Das Bild entwickelt sich zu einem bestimmten Punkt hin. Und irgendwann merke ich im Dialog mit dem Bild, das ist eigentlich jetzt die Stufe, die gut ist. Dieser Flow ist dann beendet, dann kommen schon die ersten kritischen Gedanken auch. Ne? Dann ist es so, dass man nochmal bestimmte Punkte sich vielleicht vornimmt, die man gelungen findet und sich nochmal erfreut und sagt, Mensch, bin ich ganz zufrieden und das ganze Produkt ist aber vielleicht dann doch noch wieder unklar. Ist es denn jetzt wirklich so, wie man jetzt während des Prozesses gedacht hat, in die Richtung könnte es gehen, jetzt ist es abgeschlossen, ist es jetzt auch als fertiges Teil tatsächlich gut? Und da gibt es welche, wo ich sofort überzeugt bin und sage, das ist richtig gut geworden, da ist dir was gelungen. Und es gibt andere, wo ich dann das Gefühl habe, naja gut, okay, also warte nochmal ab und am nächsten Tag dann nochmal drauf gucke und dann das Gefühl habe, ja doch, das funktioniert weiterhin, also das hat Bestand.